Jo Leute, Sinni am Start und willkommen zu einem neuen Black Clover Video und damit zu meiner Review von dem neuesten Kapitel. Wir sind am Start mit Chapter 280 und kommen damit auf ein sehr schwieriges Kapitel, was sehr, sehr krass zu Anfang ist. Wir bekommen einige neue Formen der Dark Triade, denn die können jetzt endlich zurückschlagen. Wir werden heute ein bisschen ranten. Ich werde ein Thema aufgreifen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, BS, Bullshit, macht keinen Sinn. Habe ich im Spoiler-Talk schon größtenteils behandelt. Ansonsten dieses Kapitel sehr, sehr vielversprechend, sehr, sehr heftig. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Kreaturen, die aus der Unterwelt kommen. Die Dark Triade, alle neue Formen, alle auf 100%. Sehr, sehr heftiger Stuff, der gerade in Black Clover passiert. Im letzten Kapitel haben wir die zwei neuen Teufel bekommen, die jetzt auch Namen kriegen. Also die Namen sind in diesem Chapter ebenfalls enthüllt und wir kriegen sogar einen kleinen Blick auf Asta und Liebe wieder. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Black Clover verpassen wollt. Dementsprechend können wir loslegen mit diesem Kapitel und das war wieder sehr, sehr Baba-mäßig. Das Kapitel beginnt mit den beiden Teufeln aus dem ersten Tor. Wir haben im letzten Chapter gesehen, die erste Etage des Clifford-Baums wurde quasi geöffnet. Das erste Tor ist offen, dementsprechend kommen jetzt zwei Teufel raus. Morris, der Wissenschaftler aus dem Diamond-Königreich, der jetzt auf der Seite von Spade ist, hat den ganzen Prozess um den Clifford-Baum verschnellern können und er ist so eine Art Katalysator für die ganze Zeremonie, kann man sagen. Er hat dafür gesorgt, dass das erste Tor geöffnet wurde. Dementsprechend ist er der Hauptverantwortliche und ihn muss man ausschalten, damit das Ganze eben nicht verschnellert wird, nicht weiter zustande kommen kann, dass auch die anderen Tore geöffnet werden können. Das letzte Chapter hat damit geendet, dass Nacht und Jack beide angegriffen wurden von diesen beiden Teufeln. Die beiden Teufel sind im Raum mit Dante, Jack und Nacht aufgetaucht und haben Jack und Nacht angegriffen. Nacht konnte ausweichen, Jack wurde allerdings getroffen. Dabei fällt auch eine Magie eines Teufels von den beiden auf. Müsste Eismagie sein. Könnte vielleicht sein, dass der andere Teufel an dieser Stelle Feuermagie hat. Die beiden Teufel haben die Namen Nahama und Lilith. Sehr nice. Lilith hat ja sowieso ein bisschen was mit dieser ganzen Teufelsrichtung zu tun. Also der Name ist vielleicht den einen oder anderen schon bekannt. Nacht hat die Teufel unterschätzt, denn ursprünglich hatte er ja damals gesagt, dass die ersten Teufel, die aus den Toren kommen, auf Dark Triade Level sind. Aber er stuft sie jetzt noch ein bisschen krasser als das ein, denn er bekommt einen ganz anderen Impact von den beiden. Also sie scheinen sogar noch krasser zu sein als die Dark Triade. Und das verspricht natürlich schon mal sehr, sehr viel. Denn wir wissen, es kommen noch 8 weitere Teufel. Dementsprechend sollen die natürlich noch stärker sein. Also ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Teufel aussehen werden. Designtechnisch, aber auch kräftetechnisch. Dann kriegen wir einen kleinen Blick auf das Spade-Königreich von außen. Also wir sehen das Schloss. Und hier haben wir im letzten Chapter schon gesehen, dass die Ranken des Clifford-Baumes quasi aus dem Schloss gekommen sind. Die Wurzeln und so weiter. Und diese saugen das Mana der Welt auf. Und jetzt erscheint nicht nur dieser große Clifford-Baum, sondern ebenfalls eine gewaltige magische Kraft. Und viele Kreaturen der Unterwelt kommen aus dem Schloss heraus. Also aufgrund der Tatsache, dass das erste Tor geöffnet wurde, sind nicht nur die ersten beiden Teufel des ersten Tores rausgekommen, sondern es kommen auch noch viele vom niederen Rang raus. Und hier wird auch in der japanischen Übersetzung unterschieden zwischen Akumas und Margins. In der englischen Übersetzung wird hier, glaube ich, gesagt Demons und Demon Gods. Also man macht ja einen Unterschied zwischen den Rängen. Akumas sind die vom niederen Rang und Margins sind die vom höheren Rang. Ein Margin ist zum Beispiel ein Teufel, gegen den Mereo Leona im letzten Chapter gekämpft hatte, oder die beiden Teufel, die jetzt aus dem Tor rausgekommen sind, und die Akumas sind die niederen Teufel. Also das nur mal fürs Verständnis, um da den Kontrast zu wahren. Auch der Teufel, gegen den Mereo Leona gekämpft hatte, die letzten Chapter, erhebt sich erneut, also er ist immer noch nicht besiegt und Mereo Leona legt wieder los. Das heißt, sie ist hier noch nicht fertig mit ihrem Kampf, sie kämpft weiter gegen das große Vieh. Damit kommen wir auf den Hauptfokus dieses Videos und das kritische Thema, was ich ansprechen möchte. Und ich bin mir sicher, ich werde da nicht der Einzige sein, der da so drüber denkt.
Und zwar geht es ganz speziell um Juno gegen Xenon, beziehungsweise Charlotte gegen Vanika. Also das Wiederbringen der Dark Triade. Was an sich offensichtlich war, dass die Dark Triade den Kampf wieder umdreht, also dass sie noch nicht besiegt sind. Das wäre anders Bullshit, ohne Spaß. Aber es geht um das, was nebenbei erwähnt wurde. Und das ist eine Sache, die lässt mich nicht kalt. Und zwar haben wir Juno, der theoretisch gesehen Xenon hier besiegt hätte. Xenon sagt nämlich, 70% hätten hier gegen Juno nicht ausgereicht und er teilt Juno sogar mit, du hättest gewonnen, mäßig. Und das ist eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Das ist eine Sache, die kann ich nicht nachvollziehen, aufgrund der Tatsache, dass du einen Timeskip von 6 Monaten hast, der völlig irrelevant erscheint und 2 Tage Bell aufladen lässt und Juno das Power-Up des Todes geben kann, um einen Xenon One zu shotten, der einen anderen Impact im Manga, vielleicht auch im Anime, hinterlassen hat. Das ist eine Sache, die fühle ich 0%, weil der Impact von Xenon dadurch komplett verloren geht, weil Juno ihn einfach one-shottet oder geone-shottet hätte, das muss man ja so sagen, weil mittlerweile, es ist ja nicht passiert, dementsprechend, weil das erste Tor geöffnet wurde, Xenon hat hier jetzt das Ruder wieder rumreißen können, 100% erlangen können und dementsprechend den Kampf wieder umgedreht. Aber rein vom Prinzip her, wenn man sich das mal vor Augen führt, ist es ein Problem über den Charakter Juno und auch ein bisschen über den Charakter Charlotte, weil du musst ja Juno nur ein paar Tage Bell aufladen lassen und er hat das Power-Up des Todes. Du musst ihn ja nur seine neue Form kontrollieren lassen und dann ist wahrscheinlich auch die 100%ige Form von Xenon nichts mehr wert. Und das finde ich schade, weil Xenon hatte so eine Boss-Aura ausgestrahlt. Ihr müsst überlegen, er hat das ganze Diamond-Königreich alleine kaputt gemacht. Könnte Juno das? Wahrscheinlich hätte man das bis vor ein paar Chaptern eher nicht behauptet, jetzt könnte man das behaupten, rein kräftetechnisch. Das ist eine Sache, die fühle ich gar nicht. Gleiches Spielchen geht auch für Charlotte, wobei man hier eher auf eine Technik verweist, was ich schon vor ein paar Chaptern kritisiert hatte, mit diesem Full Counter, also dass Charlotte einfach die Fähigkeit besitzt, die Flüche wegzukontern oder quasi wegzumachen. Das macht irgendwie die Fluchkraft von Vanika völlig unwirksam, meiner Meinung nach. Und Vanika wäre hier an dieser Stelle auch besiegt worden. Sie wäre in dem Dornenkäfig festgehalten worden, wäre das erste Tor nicht geöffnet worden, wodurch sie halt schlussendlich rausgekommen ist. Also ja, hätte Fahrradkette. Das erste Tor ist geöffnet worden und dementsprechend können wir froh sein, dass es nicht so eingetreten ist. Aber ich rede auch ein bisschen über die Zukunft, weil gerade an Junos Beispiel sieht man ganz, ganz stark, Asta trainiert sich einen Arsch ab, kriegt ein Power-Up, wird ein bisschen stärker oder es wird gesagt, er wird der Stärkste in diesem Arc sein. Und was macht Juno nebenbei? Er lädt Akku bei Bell ein bisschen auf, 2 Tage und er ist auf einmal der Krasseste der gesamten Serie. Das ist halt eine Sache, die fühle ich nicht. Und da kann ich auch wirklich nachvollziehen, wenn Leute hingehen und sagen, was macht Juno eigentlich selber? Also der kriegt ja alles nur in den Arsch gesteckt an Power-Ups bis zum Gehtnichtmehr, während Asta sich in den Arsch abtrainiert. Also das ist eine große und meiner Meinung nach berechtigte Kritik, die ich Juno und auch Charlotte entgegenbringen kann. Zum Beispiel bei Jacks Kampf gegen Dante hatte man nicht wirklich den Anschein, als hätte Jack Dante nun besiegt. Als ob Jack mit einem kleinen Power-Up es schaffen kann, Dante zu besiegen, was Asta nur mit Hilfe von Yami schaffen konnte. Oder Yami nur mit Hilfe von Asta schaffen konnte. Als ob Jack auf einmal 2-3 Chapter später Dante besiegen kann. Mit 2-3 Klingen mehr mäßig. Natürlich nicht. Aber da hatte man auch nicht den Anschein, dass Jack Dante tödlich verletzt hat oder ihn irgendwie besiegt. Aber bei Junos Kampf gegen Xenon oder Charlottes Kampf gegen Vanika hat man einfach eine ganz andere Atmosphäre, weswegen ich zu dieser Kritik halt hier jetzt in dem Video erst kommen kann. Das ist eine Sache, die gefällt mir gar nicht und wir können von Glück reden, dass das erste Tor geöffnet wurde. Wäre das nicht passiert an dieser Stelle, hätten wir die ganzen Teufel nicht gehabt, dann wäre das Chapter nicht so nice, wie es jetzt eben ist. Also versteht mich nicht falsch, das Chapter war Bombe, ohne Spaß, aber wir hätten BS und ja, Dark Triade wäre jetzt hin. Also das ist halt eine Sache, keine Ahnung. Da mochte ich Juno die letzten Chapter wirklich sehr, wo er mir jetzt wieder ein bisschen auf den Piss geht. Real Talk. Wie gesagt, aufgrund des ersten Tores kann die Dark Triade nun 100% nutzen und sie drehen alle zeitgleich den Kampf. Die Designs, die sie jetzt bekommen, sind übercool. Also die bekommen alle so eine mega krasse Rüstung. Vor allem Xenons Rüstung sieht mega nice aus mit diesen Knochen, diese Skelettrüstung.
einfach Baba, sieht mega krass aus, braucht man nicht drüber reden. Tabata übertrifft sich immer wieder mit seinen Designs, mit seinen übercoolen Designs. Ich freue mich auch sehr auf die nächsten Teufel, die reinkommen werden. Also die werden sicherlich auch alle sehr, sehr cool aussehen. Dante greift Jack an, der natürlich noch an der Wand eingefroren ist, zieht ihn quasi zu sich mit seiner Gravitation und macht ihn komplett fertig. Also Jack hat gar keine Chance. Vanika kümmert sich in der Zwischenzeit um Charlotte und drängt sie zurück. Und Xenon bereitet Juno ebenfalls auch einige Probleme. Nacht denkt sich derweil, dass er Morris ausschalten muss, weil er den Prozess um Clifford verschnellert. Allerdings kann er den Raum nicht verlassen, da Dante ja zwei Verbündete dazu bekommen hat, also die beiden Teufel, die gekommen sind. Asta ist die einzige Hoffnung, aber der steckt natürlich noch mitten im Training. Nacht ist bereit, sich zu opfern. Und was damit gemeint ist, bin ich mir ziemlich unsicher. Er sagt zu seinem Katzenteufel, dass sie sich bereit machen soll, mit ihm zu sterben. Keine Ahnung, ob er sich jetzt opfern will, ob er irgendeine große Fähigkeit raushauen möchte, die ihm vielleicht sogar das Leben kostet. By the way, ohne Spaß, ich habe immer an ihn beliebt, Nacht. Niemals war er ein Verräter. Ich habe immer an ihn beliebt, immer an ihn geglaubt. Nacht for the win. Ohne Spaß. Xenon kündigt am Ende noch an, dass Junos Seite verlieren wird natürlich und dass Junos Seite nicht mehr zurückkehren kann oder es keinen Ort mehr gibt, wo sie zurückkehren können. Was damit gemeint ist, werden wir wahrscheinlich die nächsten Chapter noch ein bisschen erfahren. Also es wird noch natürlich etwas mit der Welt passieren und wir sehen quasi am Ende noch das Clover-Königreich, wie dieses wieder, wie damals bei Licht und im ersten König der Magier, wieder von einem großen Teufel angegriffen wird. Also von einem antiken Dämon, von so einem Riesenvieh, gegen das Mireo Leona auch gerade kämpft. Also, während die alle gerade im Spade-Königreich sind, wird das Clover-Königreich auch angegriffen. Und da bin ich mal gespannt, wer sich darum kümmert, weil das ist eigentlich auch eine gute Taktik, dass sich alle rübergehen ins Spade-Königreich, was ich auch mal hier und da mal angesprochen hatte vor einigen Kapiteln. Dass auch einige im Clover-Königreich bleiben und sich da um die Teufel kümmern. Am Ende des Kapitels bekommen wir noch einen kleinen Schwenker zu dem Training von Asta und Liebe. Also wir sehen Asta in einem Bild, aber das Training ist noch nicht abgeschlossen. Die beiden sind sehr angestrengt und das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis Asta hier reinkommen kann. Außer er unterbricht das Training, was ich jetzt aber erstmal eher ausschließe. Und wie gesagt, nochmal zu dem kritischen Thema von vorhin. Es ist eine Sache, die an sich nicht wirklich viel mattert, weil schlussendlich ist die Dark Triade zurückgekehrt. Aber trotzdem ist das hier ein Problem oder könnte das ein Problem für die Zukunft werden, wie man beispielsweise auch Juno weiter behandelt. Weil Juno hat ein Power-Up bekommen, was ein bisschen Ass-Pull definitiv ist. Diese Konkurrenz zu Asta ein bisschen kaputt macht, meiner Meinung nach. Weil Asta sich halt wirklich auch hier in dem Arc wieder den Arsch abtrainiert und hier wirklich ein Trainings-Arc nach Trainings-Arc nach Trainings-Arc wieder durchläuft. Während Juno halt einfach nur ein bisschen verzweifelt sein muss, zwei Tage Bell auflädt und das halt sein Argument für alle Power-Ups der Serien sein müsste. Also das ist halt eine Sache, die fühle ich gar nicht. Ansonsten Baba Chapter wie immer, das war es gewesen. Lasst mir gerne diesbezüglich eure Meinung in den Kommentaren dazu da. Und natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.